Machst du Brainstorming in deinem Team? Prima. Sind es immer die gleichen Mitarbeiter? Dann verpasst du wirklich was. Du verpasst wichtige Impulse. Wie es besser geht, erfährst du in diesem Beitrag. Viele Unternehmen machen es richtig. Die machen regelmäßig Team-Meetings. Auch wir von Thema Pure. Jede Woche gibt es Meetings von den Grafikern, von den Webentwicklern. Aber es geht noch besser. Frag dich mal, schöpfst du bei wichtigen Ideen zu Leistung, Struktur, Produktion, Marketing, schöpfst du da alle Mitarbeiterressourcen aus, wenn immer die gleichen Mitarbeiter sich die Gedanken machen? Ganz klar, nein. Die entgehen wertvolle Marketingimpulse, wertvolle Impulse auch für andere Bereiche im Unternehmen. Du musst ja nicht nur an das Marketing denken, das geht auch wirklich in ganz, ganz viele Unternehmensbereiche rein. Zur Transparenz bleibe ich aber jetzt mal beim Thema Marketing bzw. Marketingabteilung. Was ist mit Mitarbeitern aus dem Vertrieb, aus dem Außendienst zum Beispiel? Also nicht nur, wenn es um neue Strategien geht, nicht nur mit den Marketingteams zusammensitzen, sondern auch wirklich zum Beispiel Vertrieb und Außendienst mitnehmen. Das sind wichtige Säulen im Marketingkomplex. Der Vertrieb ist an der Front und gibt dir wirklich ganz, ganz wichtige Infos, die du natürlich filtern musst. Da haben wir nochmal einen extra Beitrag zu, aber du bekommst erstmal wichtige Impulse, mit denen du umgehen kannst. Aber nimm ruhig auch mal andere Kollegen aus dem Randbereich mit, die mit Marketing erstmal gar nichts zu tun haben. Zum Beispiel der Innendienst oder je nach Konzern oder Firma die Logistik zum Beispiel. Die kannst du auch mal mit ins Boot holen. Oder auch ganz andere Mitarbeiter, die gar nichts damit zu tun haben. Nimm da auch mal ein, zwei mit. Hauptsache, du schätzt diesen Menschen als kreativ ein. Und du wirst dich wundern, was du für tolle Impulse bekommst, was für tolle Ideen entstehen können. Eine Idee dazu ist von uns, die haben wir ins Leben gerufen, ist die Thema Pure Denkfabrik. Das bedeutet, alle paar Monate trifft sich wirklich ein bunt gemischter Haufen der Belegschaft. Wir ziehen uns zurück in eine Location, wo uns keiner stören kann, kein Telefon, kein PC, gar nichts, und reden über die verschiedensten Themen, die irgendwie mit dem Unternehmen zu tun haben. Das ist Marketing, das ist Software, das ist Struktur, das ist ja auch Wohlfühlen. Und beim nächsten Treffen sind es dann die anderen Mitarbeiter, die beim ersten nicht dabei waren, zumindest ein Teil davon und so weiter. So, ja, rotiert es immer und jeder ist mal bei so einem Meeting dabei und da kommen wirklich ganz, ganz, ganz spannend inspirierende Dinge bei raus. Wichtig dabei allerdings, alles darf, nichts muss. Wir geben keine Vorgaben, wir sagen, okay, was passt euch nicht, was seht ihr dazu? Ich gebe vielleicht mal Impulse rein als so eine Art vorsichtiger Moderator. Okay, Thema dies, Thema das. Und dann kommen aber schon Reaktionen von den Kollegen und dann spielen die sich die Bälle hin und her. Sehr, sehr spannend. Also, du musst nur darauf achten, dass die Gruppen nicht zu groß sind. Ich denke mal so 6 bis 10 Leute sollte passen. Und du hast noch einen riesen Nebeneffekt. Teamgeist. Stell dir vor, ein Mitarbeiter hat eine gute Idee, die dann umgesetzt wird. Der ist unheimlich stolz darauf. Vielleicht ist es auch eine Idee, dann einen Bonus zu geben. Das geht dann mehr so Richtung betriebliches Vorschlagwesen, aber auf einer ganz smarteren Ebene. Meine Tipps für dich. Starte kleine Denkfabriken. Lade Mitarbeiter nicht direkt aus denselben Abteilungen auch mal mit ein. Wichtig, der Mitarbeiter muss kreativ und kompetent sein. Bei kleinen Betrieben schlage ich vor, alle Mitarbeiter mitzunehmen. Das heißt, dass jeder Mitarbeiter einmal im Jahr in der Denkfabrik mit war. Stell dir vor, ihr habt 20 Mitarbeiter, macht zweimal Gruppen mit 9 Leuten, 2 Mitarbeiter sind außen vor. Hier entsteht Enttäuschung und Neid. Lasst alle Gedanken zu von Verbesserungen der Leistung, der Struktur, der Produkte, des Marketing. Macht es in übersichtlichen Gruppen und führt das regelmäßig durch. Je nach Themenvielfalt oder Rhythmus, je nach Themenvielfalt ist ein Rhythmus von 6 Monaten okay. Und wenn ihr jetzt Lust auf ja, gutes Brainstorming bekommen habt und wissen wollt, was für eine verrückte Story daraus wachsen kann, empfehle ich uns unseren Beitrag Verrücktes Marketing, Socken als Erfolgskampagne.
Ist leicht verrückt, aber gut. Findet ihr unten in den Kommentaren. Hat dir der Beitrag gefallen? Freuen wir uns auf einen Daumen hoch, deine Kommentare und freuen uns riesig, wenn du Thema Pure abonnierst und keine Marketingimpulse mehr verpasst.